Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir kämpfen hier gerade auf dem Rollfeld, improvisierten kleinen Mini-Flugplatz gegen Heerscharen von Gegnern, die sich irgendwie anschleichen und uns platt machen möchten. Oh oh, ich habe so gar kein gutes Gefühl dabei. Oh, na, den haben wir. Der ist auch platt. Das hoffe ich nur. Das ist mal so langsam. Oh, ja, hier sind noch so ein paar schnieke Sachen. Sehr schön. Ich dachte schon, ich hätte gar nichts mehr. Reparaturfortschritt. Ah, ja, okay. Wieder erstmal ran hier an das Ding. Wir könnten auch wieder Minen verlegen, aber ganz ehrlich, so viel hat das ja nun eben auch nicht gebracht. Also, warum sollte ich das dann nochmal tun? Ja, fast ist aber noch nicht geschafft. Und bitte ist nicht mehr so. Oh, da hinten kommen sie. Oh oh. Von wo kommen die? Von da. Oh oh. Oh oh. Schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, Entdeckung. Uiuiui. Das ist hier so ein dieser Typ da. Ich hatte irgendwo C4. So, damit kriegen wir den auf jeden Fall. Wir sehen C4. Das packen die nicht. Kann losgehen. So. Steig ein! Ja, ist okay. Mit dem Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Yep. Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Ach, was ein Schwachsinn. Hey, danke. Oh, mein Controller blinkt. Ja, wird doch wohl bald der Akku leer gehen. Eieieiei, hoffentlich jetzt nicht unbedingt hier während der Aufnahme. Naja, ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Oh, übrigens, mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Oh, okay. Pfeif einfach den Star-Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Okay. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine gute Idee ist. Ich habe sie mein Leben gegeben. Ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Meinst du? Jawohl. Bin fast raus aus dem Dschungel. Haha! Hat es endlich geschafft, ja. Ist auch irgendwie ein doofer Job, oder? Die ganze Zeit alleine irgendwo in der Wildnis. Einfach irgendwen beobachten. Würde ich nicht machen wollen. Also da hätte ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Weiß ich nicht. Fände ich jetzt irgendwie kacke, muss ich sagen. Ach, ja. Ist ja immer noch diese Alice-Ding da, ne? Steht da unten. Was meinst du denn? Jetzt sagt die Raupe. Blub. Ja, sagt Alice. Dann wird diese komischen Stimmen hier in meinem Kopf. Eieieiei, das kann nichts Gutes heißen. Nee, glaube ich auch. Wie jetzt? Jetzt hänge ich am Flugzeug dran, oder was? Hier ist dein Stopp! Flieg, Jason! Flieg! Bist du sicher, dass der Wingsuit funktioniert? Na klar! Einfach die Arme ausbreiten, das funktioniert! Viel Glück in Russland! Ich bin stolz, meinem Land zu dienen! Wow! Oh, weia. Ups, genau, so, Wingsuit. Noch einmal kurz das Tutorial an. Da sehen wir es. Wingsuit, ne? Neigung, Steuern und A, Fallschirm öffnen. Wingsuit ist total cool. Wenn wir von irgendwas runterspringen,
dann können wir damit praktisch einen Fertigkeitenpunkt. Ja, wir öffnen den Fallschirm. Dann können wir damit ständig praktisch Base Jumping machen. Total geil. Man kann sehr schnell an irgendwelche Entfernungen überbrücken. Ups. Ach, geschafft. Das war geil. Ja, würde ich auch sagen. Hat Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen. Ich weiß, ob es diesen Sam wirklich gibt. Ich hoffe es mal, dass es den gibt. Oder noch. Er hat ja gesagt, er weiß nicht, ob er noch lebt. Das kann natürlich alles möglich sein. Achso, hier Fallschirmsteuerung machen wir auch cool. Ja. Sehr gut. So, und wir werden einmal. Achso, nee, das ist ja hier. Kleiner Moment. Ja, Wingsuit ist okay. Ja. Ich will neue Fertigkeiten vergeben. Was können wir denn Schönes machen? Das wäre hier cooler Schütze. Ne, irgendwie nicht. Haben wir denn hier? Ne, das wäre das. Ausweichendes Fahren. Was haben wir denn hier? Ja, flinke Hände mit schnellerem Nachladen und so ein Gedöns. Pfennigfuchser, du findest mehr Geld. Schön wäre natürlich auch hier noch mehr Lebensenergie oder sowas, ne? Oder so ein Gedöns. Wirken länger. Viermal länger stabil halten. Doppelter Tod von oben. Das ist jetzt eher so eine Sache. Weniger Schaden fürs Fahrzeug ist jetzt auch nicht. Obwohl. Doch, ich glaube, das nehmen wir. Ich habe da so eine Ahnung. Ich bin der Meinung, da kommt irgendwas, wo wir das gebrauchen können. Oder wo es nicht schlecht ist, wenn man das hat. Von daher, lassen wir das mal drin. Achso, oh. Ach du Scheiße, sind das viele. Ich würde da mal dezent sagen. Wir nehmen uns unser Scharfschützengewehr, suchen uns ein kleines Büschchen und befreien diesen Tiger. So. Und jetzt hoffe ich, dass der Tiger das richtig macht und die ganzen Typen hier umnietet. Jetzt geht der in den Käfig rein, das ist natürlich auch mutig. So, den haben wir. Die haben den Tiger echt platt gekriegt. Das ist ja natürlich mies, ne? Müssen wir mal schauen. Ich muss irgendwie ein bisschen weiter nach hier. Sonst sehe ich da gar nichts. Ich könnte natürlich jetzt da irgendwo hin, aber ich soll erstmal hier vorne hin. Ich glaube, ich muss nur diesen LKW schnappen. Was? Was ist hier los? Wo kommen die Leichen her? Ach, wo kommen die wohl her? Da sind zwei hinüber. So, haben wir den. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, dass wir die hier platt kriegen. So. So, den letzten bitte. Na komm schon, heb den Köpfchen raus. Zeig dich doch. Na komm schon. Sei brav. Also ich sehe ihn dort, aber ich kann garantiert nicht durch die Motorhaube durchschießen. Wäre natürlich geil, wenn es ginge. Bei manchen Spielen kann man das ja. So durch Deckungen durchschießen und so, je nachdem, was es natürlich für Material ist. Hier sollte es gehen, wobei das der Motorblock. Das wird ein bisschen schwieriger. Ich schleiche mal, glaube ich, hier rum. Komm, wir schleichen mal hier rum. Und machen das von der Küste aus. Ja, so geht's auch. Wenn du es da nicht gerade vermutet oder sowas oder riecht, dann geht das. Wir sehen, er läuft hier rum. Oh, der hat ein RPG dabei. Oh, das war knapp. Mit diesem Raketenwerfer, ne? Der hätte uns echt megamäßig böse wehtun können. Zum Glück waren wir schneller. So, wir plündern mal die Leichen.
Halt, ich will nur die Leiche plündern. Wenn ich dann eine ruhige Waffe haben oder sowas. Naja, denn die Waffen brauchen wir echt nicht. Klar, jetzt die RPG. Wir könnten den Flammenwerfer tauschen gegen die RPG. Ja, aber wozu? Ich bin mit dem Flammenwerfer... Oder ist es... Nee, wir haben den Granatwerfer dabei, ne? Ja, nö, den sowieso nicht. Dann bleibe ich da eh dabei. Aber wo ist denn der Tiger? Wo haben sie denn den Tiger kalt gemacht? Verdammte Axt, wo ist der denn? Der ist wahrscheinlich echt hier noch irgendwo und wartet auf uns. Ah, sowas in der Richtung hatte ich vermutet. Hier auch noch so ein paar Sachen. Kann nicht sein, dass der Tiger weg ist. Ich wollte es eigentlich schön hier als Tigerfell für mich in Anspruch nehmen, ja. So nach dem Motto, ach, guck mal, habe ich wieder hier so ein Pelz und irgendwie so einen neuen Bettvorleger kann ich ja draus machen. Tja. Gut, ich hätte anscheinend das doch machen müssen, wenn ich das gerade so sehe. Ja, anscheinend musste ich das machen, aber jetzt haben wir den nächsten Wegpunkt und können weiter. Mit unserem neuen schnieken Fahrzeug, ja. Ich glaube, da würde selbst Exhibit bei Pimp My Ride verzweifeln, wenn du mit so einem Ding ankommst. Oder er würde sich total freuen, weil das so eine Karre ist, in der er damals zur Welt kam. Wahrscheinlich. Also, wer weiß. Ich finde sowieso, der Typ hat irgendwie eine leichte Macke, aber eine sympathische Macke, ja. Wobei diese West Coast Custom Typen, also die, falls einer noch diese Sendung kennt, ne. Ist auch schon wieder Ewigkeiten alt. Das ist ja grenzwertig gewesen. Also was die teilweise gemacht haben, egal was sie gemacht haben, überall musste erstmal so ein Monitor rein. Mindestens einer. So, Waffe wegstecken, genau. Und jetzt schön friedlich und langsam hier langlaufen. Bloß keinen Stress anfangen. Heilige Scheiße. Den Crazy Cock gibt's. Ja. Und das ist er dann wohl. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Aber nun gut. Augen zu und durch, würde ich fast sagen. Kein gutes Gefühl. Sieht auch nicht nach einer super guten Kneipe aus. Hey, Bier? Ja. Boah, Bier ist immer okay. Ich suche einen Freund, einen Söldner, namens Sam. Ich kenne hier nur einen Sam. Hinten läuft eigentlich immer ein Pokerspiel. Meistens sind es heute Söldner. Okay. Vielleicht solltest du versuchen, dich da einladen zu lassen. Gute Idee. Hier, dieser Söldner-Typ. Hauen wir den nochmal an. Ey, du kannst aber auch ordentlich einen wegziehen hier, Mädel. Mal gucken, was die Collie zu sagen hat. Wo gehst du hin? Ich? Oh, dahin, wo meine Füße mich hintragen, mein Freund. Poker spielen. Das wird nichts, wenn du dir den Buy-in nicht leisten kannst. Echt? Ist das genug? Ich wollte gerade sagen, ich habe Knete bis zum Umfallen, Junge. Na gut, du bist drin. Oh, du bist drin. Wie Dankeschön. Exklusive Gesellschaft hier, oder was, ne? Komische Type, ey. Irgendwie sieht das nicht so einladend aus. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, mit Profisöldnern an einem Tisch zu sitzen, die total skrupellos sind, und mit denen zu pokern, weil ich glaube, die meisten davon sind extrem schlechte Verlierer. Vor allen Dingen, wenn sie feststellen, dass wir irgendwie so eine Art Hobby-Schickewahrer sind. Also ich weiß nicht. Hallo! Wie geht's denn so? Willkommen im Spiel, Frischling. Setz dich. Ja, okay. Und wie geht's euch denn so? Habt ihr gestern die neue Folge von GZSZ geguckt? Nicht? Verpasst, ne? Ja. So ein Festplattenrekorder ist ja echt vorteilhaft, ne? Ihr redet nicht so viel, oder? Eher so der Schweigsame, hä? Und du hier? Ja, der kann, glaube ich, gar nicht reden. Ich calle. Wen denn? Da gehe ich mit. Achso. Hä? Was? Wie? Wo? Wer geht hier wo mit? Was habe ich denn eigentlich? Was habe ich... Ja, ich reise mal, ne? Ich gehe mit. Ich werde mitgehen. Ja, sicher? Ich gehe mit. Ah, nicht, dass du dir da zu viel zumutest. Tja, ich würde sagen, es sieht ganz schlecht aus für euch, Leute.
Ich raise nochmal, ne? Ich passe. Da gehe ich mit. Ja, komm schon, los. Ah, oh, nee, sei doch keine Pussy hier. Mach mal mit hier und so, ne? Ja, komm schon, los. Pack die Karten auf den Tisch hier, los. Ja, Das ist nicht so schön, ne? Wir raisen trotzdem, ja. Immer schön fleißig raisen, ja. Psychologie ist hier alles. Na, du Pfeife, Passe. Ja, wer kein Geld zu essen, guck, der passt auch hier, ne? Verfasst hier. Ja. Da haben wir doch mal schön hier gewonnen, ne? Ah, sehr schön. So viel Glück habe ich sonst nie. Ach, natürlich. So, und was guckt ihr sonst so irgendwie? Walking Dead oder irgendeiner? Du siehst eher so aus, als ob du so eine Art Sex in the City-Fan bist, ne? Und du da drüben, du guckst garantiert hier Shopping Queen. Ja. So sieht der mir aus. Was ist jetzt hier los? Das Spiel langweilt mich. Ich steige aus. Jetzt schon? Soll ich lieber weiterspielen, Carl? Sollen wir den Einsatz erhöhen? Nein, Sam. Ich sag ja nur. Gut. Ich glaube, da haben wir unseren Freund gefunden. Ich bin dann auch fertig. Keine Rückzahlung. Keine Rückzahlung. Ich hätte es gern mein Geld gehabt, aber... Ah, es ist egal. Ich hab genug. So, wahrscheinlich kriege ich gleich aufs Maul von dem Typen oder so. Oh. Für wen arbeitest du? Willis schickt mich. Richtig. Wie geht's ihm? Ich mache mir Sorgen um ihn. Hab schon seit Jahren nichts gehört. Tja. Ihm geht's gut, glaube ich. Ja. Glaube ich auch. Los! Was soll ich davon jetzt... Wo ist er denn hin? Wo ist der hin? Das ist so, wo ist der denn? Das ist doch nicht möglich hier. Oh, schlimm. Finde Sam und frage ihn nach heute. Ja, gerne. Ach, da oben ist er. Ach, sieh einer an. Da gab's doch schon wieder einen Levelaufstieg. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Ne, das finde ich eher doof. Ich hätte gern, glaube ich, wirklich... Warte, was ist das hier? Schön. Nehmen wir doch mal das. Ja, das kann auch nur von Vorteil sein. Weil Tiere machen doch ganz schön viel Schaden. Und wenn wir da so ein bisschen das Ganze eindämmen können... Tja, man hat wohl Langeweile hier. Man pflastert sich dann mit Tinte zu. Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Echt? Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ah, okay. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Yay. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will heute töten. Ja. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Du hast was erlebt. Ja. Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Heute wird dich in 1000 Stücke... Naja, das glaube ich nicht. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen heute jetzt an. Richtig. Ich hab alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Okay. Aber heute weiß nicht, wie du aussiehst. Ja, das hoffe ich doch. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Was machen wir da? Nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich dafür. Okay. Das Wichtigste zuerst. Dein Aussehen muss stimmen. Das krieg ich hin. Wir klauen eine Uniform. Yay. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Okay. Finde einen Rekruten.
Dann lasse seine Leiche verschwinden. Und klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Hm. Das klingt ja irgendwie nicht so einfach, muss ich sagen. Doppelgänger. Was für eine Bezeichnung für eine Mission. Oh, ein Anruf, ein Anruf. Hallo? Jason, hast du es auf Holz Insel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Pfades erreicht. Citra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Hm. Alle Tatao gehören dann dir, wenn du überlebst. Das garantiere ich. Ich wusste es, Jason. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens. Aha. Nur Citra und der Pfad dürfen bleiben. Okay. Ich weiß, was ich tue. Viel Glück. Tja, wir haben es gerade eben gesehen. Neue Waffen gibt es zu kaufen. Hm, ich kann davon nochmal gespannt sein, was denn da so auf uns drauf zukommt. Aber das und alles andere, was denn da eventuell noch hier irgendwie auf uns drauf zukommt, werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich würde sagen, ich empfehle mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer...